einer der berühmtesten DJs aller Zeiten, Grandmaster Flash, hat mal gesagt, der beste DJ ist nicht der, der die populärsten Platten hintereinander wegspielt, sondern der, der genau zum richtigen Moment die Nummer bringt, mit der keiner gerechnet hat. Und das ist ehrlich gesagt die große Kunst dahinter. Wenn du eine Verbindung zu dem Publikum aufbaust und wenn du spürst, was die wollen, bevor sie selber wissen, was sie wollen, und dann den richtigen Moment abpasst, dann hast du gewonnen. Als ich mit 14 zum ersten Mal einen DJ-Mix hinbekommen habe, also als ich es geschafft habe, zum ersten Mal einen Song so in den anderen zu mixen, dass man den Übergang gar nicht gehört hat, sondern dass sich das so angehört hat wie eine fortlaufende Geschichte, und ich das erste Mal das vor Publikum machen durfte, das war auf einer Schulfete mit 40 Leuten oder sowas, da wusste ich, ich kann das. Das Mixen ist das eine, das ist die Technik, das ist wie ein Instrument, dann, aber das andere ist, sein Publikum lernen zu lesen. Oh, jetzt ist gerade ganz, der Energielevel ist gerade hoch. Die fahren gerade richtig hoch bei der Nummer. Dann lasse ich auch mein DJ-Pult sein und dann gehe ich nach vorne und da fliegst du auf die zu. Die Leute schenken dir diesen Moment und tragen dich mit einem fantastischen Gefühl nach Hause. Und es ist ein bisschen wie verliebt sein. So. Wenn du so einen guten Abend in der Strandbar hast und plötzlich guckt dich dieses eine Mädchen an, das du den ganzen Abend schon beobachtest, und schenkt dir so ein Lächeln. So ist es manchmal auf der Bühne. Und ich genieße diese Freiheit bis zum letzten Song. Manchmal habe ich schon eine Nummer auf dem Ohr, von der ich weiß, okay, wenn ich die jetzt bringe, dann explodiert der Laden. Und im besten Fall passiert es dann auch. Und da freue ich mich immer noch wie ein kleines Kind. Da stehe ich da oben und denke mir so, ja, ja, Freunde, ihr feiert gerade den aktuellen Track, aber ihr wisst, ich habe noch keine Ahnung, was als nächstes kommt. Da brennt hier die Hütte. Und wenn die Rechnung aufgeht, dann bin ich der glücklichste Mensch der Welt.